Verlustpunkt. Der VfB Stuttgart ist auf dem besten Weg, an alte Glanzzeiten zu erinnern. Doch die Schlagzeilen macht und machte auch der Trainerwechsel bei den Schwaben. Für Otto Baric vor Bundesligabeginn verpflichtet, endete das Engagement bereits am 5. März 86. FC Bayern-Assistenztrainer Egon Cordes, zweiter von rechts, ist der Mann für die nächste Saison. In seiner aktiven Zeit trug Cordes das Trikot des VfB Stuttgart in 107 Bundesligaspielen. Einer seiner Mannschaftskameraden hieß Willi Entenmann, derjenige, der sich als Interimstrainer zurzeit für die Erfolge des VfB verantwortlich zeichnet. Der heute 42-jährige, eher bescheidene Realschullehrer verstand es, die Mannschaft neu zu motivieren und zu alter Leistungsstärke zu führen. Auch beim gestrigen 1:0-Sieg im heimischen Neckarstadion über den HSV hatte Entenmann das richtige Konzept. Seine Erfolge sprechen für ihn, doch der verpflichtete Egon Cordes schließt eine Zusammenarbeit mit Entenmann aus. Was die Fans von Willi Entenmann halten und wie sie das Traineramt in Zukunft besetzt sehen wollen, erfuhren wir in der Halbzeitpause. Ja, ein guter Mann ist es, doch. Bin ich mir auch vorstellen als erster Trainer. Also wir finden spitze. Dass der Cordes mit dem Entenmann zusammenarbeitet, das finde ich, wird das Beste sein. Ich finde, Willi hat was Besseres verdient, als dass er jetzt so absolviert wird. Was hat Willi Entenmann verdient? Zumindest, dass er Co-Trainer bleibt. Ja zu Egon Cordes, am liebsten jedoch mit Willi Entenmann. Der sympathische, vereinstreue Willi lehnte eine Stellungnahme vor der Kamera ab. Sein Nachfolger wird es schwer genug haben, so meinte er. Egon Cordes bleibt zu wünschen, dass er in Stuttgart eine ähnlich glückliche Hand beweist wie sein jetziger Vorgänger. Der von Entenmann eingewechselte Joker Jörg Wolf verhalf wie am Samstag in Bochum dem VfB mit seinem Treffer zum Sieg und Willi Entenmann zu einer weiterhin makellosen Bilanz. Karl-Heinz Förster beschrieb nach dem vielumjubelten Schlusspfiff den Erfolgstrainer Willi Entenmann. Ich meine, die Mannschaft weiß oder hat gewusst, es geht nur noch 4, 6 Wochen, als er das Amt übernahm. Und man muss ihn wirklich loben, er macht seine Sache sehr gut. Er geht leger mit den Spielern um und sagt ihnen aber gleichzeitig genau, wo es lang geht. Wie gesagt, er macht seine Arbeit wirklich hervorragend und wir sind froh, dass es so klappt. Wäre ein solcher Mann nicht aber auch wichtig als Assistenztrainer für die nächste Saison? Ich meine, das muss man akzeptieren, was eben der neue Trainer sich vorstellt. Da können wir als Spieler schlecht mitreden. Er wird, glaube ich, schon wissen, was er macht. Egon Cordes jedenfalls erwartet im kritischen Schwabenland ein schweres Amt.